Aber schauen wir mal. Season End Push. Gucken wir, ob wir das gewinnen können. Bin gespannt, womit der Leader. Der wird bestimmt. Ich sag Farigira auf Hytera. Boah, bin ich gut. Ich hab's gewusst. Und da kommt Pizarro Raum Mogelhieb. Deswegen gehe ich doppelt auf Farigira. Obwohl im Rückenwind würde mir nämlich gar nichts bringen. Deswegen gehe ich Full Attack auf den. Full Attack. Er wird bestimmt Maskagato aufhalten. Deswegen versuche ich hier einen Rückschrecker. Auf Maskagato, ich wusste es. Und dann ist jetzt die Frage. Das killt hier bestimmt nicht, aber bitte Rückschrecker. Das wäre so wichtig. Schade. Schade, schade, schade. Und das Schlimme ist, ich kann auch keinen Tiefschlag mehr jetzt machen. Der hätte das so oder so rausgekriegt. Ne? Das ist manchmal so verzwickt. Unglaublich. Ich konnte quasi nichts machen. Schon komisch, ne? Ich bin kurz davor, wieder den Controller gegen die Wand zu werfen, ne? Wieso treffe ich schon wieder nicht diese Scheiße? Das ist unglaublich, wirklich. Es ist so dumm. Könnte ich kotzen, wirklich. Ey, wie oft ich nicht treffe, das ist unglaublich. Wie oft ich nicht treffe. Guck mal, wie ich ihn outplaye, weißt du? Aber das Spiel will einfach nicht, dass ich gewinne. Das Spiel will einfach nicht, dass ich gewinne. Er hat Bizarro-Raum, ja. RNG macht Spaß und ist fair. Voll. Voll. RNG ist voll mein Ding. Ich spiele so viel besser. Aber es bringt dir nichts. Wenn deine scheiß Attacken nicht treffen, dann treffen die nicht. Mann, hätte ich jetzt gern Rundumschutz. Was macht er denn? Erste Runde ist nicht faulenzen, ne? Erste Runde ist angreifen. Er ist bestimmt auch auf Schallwelle ge... Ah ne, ist er nicht. Das ist jetzt auch Schutzschild ein. Gut. Was macht der jetzt mit dem komischen Vieh? Der spielt der Leta King in der VGC. Ich bin voll gespannt. Bitte, der ist heftig. Dunkelklaue. Das ist seine Taktik. Dunkelklaue mit Leta King. Und jetzt eine Runde nix tun. Oder wie? Jetzt faulenzt er doch. Der faulenzt doch jetzt. Faulenzt, ja. Wer spielt der Leta King in der VGC? Das wird so die Überschrift von dem nächsten YouTube-Video. Wer spielt Leta King in der VGC? Wie schnell ist Leta King? Bin ich schneller? Mit dem hat er Strolch.
keine Ahnung, ne? Was macht der jetzt? Macht der wieder Dunkelklaue? Was ist sein, seine Mission mit Leta King? Fähigkeitentausch. Ah, das spielt man damit. Fähigkeitentausch. Er will unbedingt mein Skello weghaben. Unglaublich. Hat er so Angst vor dem? Weil er jetzt auch plus 1 ist oder was? Macht die ganze Zeit Dunkelklaue, ne? Er macht wie ein Dummer die ganze Zeit Dunkelklaue. Das ist so witzig. Was macht er? Er macht wieder Verhöhner. In der Zeit kriege ich den... Ah, ich gehe kein Risiko. Ich gehe kein Risiko. Mit Schutzschild kann ich den so auseinandernehmen. Ich gehe gar kein Risiko. Abpausen. Was macht das? Strolch. Unkenntnis von Grafreiburg. Führt Unkenntnis von Skello. Ich habe nichts verstanden. Ach, jetzt kann er angreifen. Ups. Hä? Sie kann keine Fähigkeit tauschen. Ach, fuck, das war's. Ich bin verwirrt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt welche Fähigkeit hat. Das ist ein ganz komisches Game. Er weiß, glaube ich, selber nicht, was er spielt. Kann das sein? Zähl die Fähigkeit. Okay. Aber weiß er selber nicht, was er da spielt? Oder was ist da los? Hier vom Tag gibt sie die Monster auf seinem Feld. Also hat er jetzt nicht mehr Schnarchnase oder wie? Genau, okay. Verstehe. Volltreffer. Ah, er ist immer Volltreffer, Lul. Okay, er macht die ganze Zeit Dunkelklaue, wie ein Dummer. Gegen Darktypes oder so. Er hat jetzt Unkenntnis. Okay. Kann sich jede Fähigkeit kopieren. Okay, verstehe. Das verstehe ich. Das heißt, er hat jetzt Unkenntnis. Und macht wieder Dunkelklaue. Okay. Gucken wir mal, ob wir den Skello retten können mit Fee. Geist gegen Fee ist ja nicht so stark wie Geist gegen Geist. Spannend. Neutralschmuck hat er. Ah, überlebt. Also geht er jetzt auf Maskagato mit irgendwas oder was macht er? Ich bin voll gespannt. Was macht er jetzt noch? Ableithieb. Der kam unerwartet. Und der ist ganz schlecht. Ah, ist nicht so viel. Ableithieb, den habe ich nicht kommen sehen. Er kann bestimmt auch Tagedieb, ne? Und mit, ach, ich habe ja noch ein Pokémon. Ich habe ja noch ein Pokémon, Leute. Ups. Upsi. Ich habe ja noch ein Pokémon. Es kann auch Sucker Punch. Ja, gut. Aber spannend. Leta King und dann einfach die Fähigkeiten am anderen Pokémon rübergeben. Finde ich spannend. Spannend. Er hat gesagt, er hat übel gesagt. Gewonnen. Nächster. Also die Regeln von der nächsten Saison sind genauso wie von Saison 1, weil das alles unter einer Season fällt. Es ist, er bringt das Wagemut-Ding. Krass. Und wird der Wagemut... Auf wen bringt der Wagemut? Ist es überhaupt Wagemut?
Wird spannend. Ist das Wagemut? Ist bestimmt Wagemut. Oder Protzer. Müde wie immer. ja genau, es sind ja zwei Saisons. Die nächste geht ja bis zum 31. Januar. Und die Regeln... Oh, der ist, kommt unerwartet. Kehrtwende. Und die nächste Saison hat die gleichen Regeln wie die, wie dieses, also die letzte Saison. Also die, in der ich gerade noch spiele. Ja, ja, ab dem 1. Februar sind dann neue. Da kommt das Psycho-Erzeuger. Viel's gut. Viel's gut. Wenn er jetzt Kimanzu bringt, dann kann ich direkt Rundumschutz drücken. Oder Eiskreise. Obwohl, eigentlich ist mir das Psychofeld egal. Oder ist mir es egal? Wenn er Fläche macht. Er macht nochmal den. Wieso? Wieso? Ich habe Rückenwind online. Ich habe Rückenwind online, hätte ich fast gesagt. Guck mal. Bin gespannt. Schutzschild, okay. Ich weiß nicht, ob der Eiskreiser dann funktioniert mit seinem scheiß Feld. Jetzt macht der Wagenmut. Also, wir haben hier einen Dummen. SOS, SOS, Polizei, wir haben hier einen Dummen. Schade, dass Eiskreiser nicht funktioniert. Was war das? Er hatte, glaube ich, den Rückenwind nicht gesehen. Guckt euch jetzt den Rundumschutz an. Scheiß doch das Psychofeld. Guckt euch den Rundumschutz an. Aufpassen, Leute. Nein, nein. Hallo. Sein Spezialangriff ist gut. Spezialverteidigung. Oh, bitte. Bitte gib mir den Rundumschutz. Hallo, Wischblatt. Oh ja, bitte. Geh auf Fee oder so. Und drück richtig schön. Ja. Du willst es auch. Drück Schallwelle. Und hab eine Wahlbrille. Du willst richtig Schaden machen. Wahlbrille, dass du nicht mehr austauschen kannst. Wahlbrille mit Zauberschein. Schallwelle. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ich sag es euch. Bitte. Wir wollen es alle sehen. Ja. Ja. Jetzt sei bitte drauf gelockt. Bitte hab eine Brille an. Du hast eine Brille an, oder? Der hat eine Brille. Der hat natürlich hat eine Brille. Der will richtig Schaden raushauen. Guck dir an, er hat extra Terra Fee gemacht. Natürlich hat er eine Brille. Oh nein, aufgegeben. Mann. Genau wie ich gesagt habe. Voltrian mit Knackrack. Er würde Voltrian Rückenwind machen und mit Knackrack bestimmt Steinhagel. Komm, gib mir den Steinhagel. Oder er macht eine... Er macht Steinhagel, ja, ja, ja. Bitte gib mir den Steinhagel. Gib mir den Steinhagel. Wir wollen den Steinhagel. Ladungsstoß. Oh. Scheiße. Scheiße, klappt nicht. Mist. Was macht der mit Knackhack? Steinhagel. Ah, fuck, ey. Mist. Mist. Er hat nicht getroffen. So, wird er jetzt umdenken oder wird er den gleichen Scheiß nochmal machen? Ist auch egal, weil ich mache nicht Rundumschutz. Ich will den besiegen. Und ich mache einen Dra... Obwohl... Er wird umdenken, er wird irgendeinen anderen Scheiß machen. Ich mach das so. Er macht Schutzschild, okay. Habe ich ja gesagt, dass er macht was anderes.
Oh, ich treff mal. Und er ist tot, schön. Ich merke, sowas wie eine Kehrtwende oder so wäre gut auf Urhafnir. Damit ich den nicht ohne Angriff rauspacken muss. Kann der sowas? Kann der irgendeine Attacke, womit er ausgewechselt wird? Kehrtwende oder so? Weil Terra-Ausbruch mache ich zum Beispiel fast nie mit dem. Das kann ich mir auch schenken. Ich mache den nie auf Terra. Dann wäre eine Kehrtwende oder sowas ähnliches viel besser. Der Rundumschutz, wie geil war der wieder am Anfang? Der war ja so Zucker wieder. Was macht er? Er ist ja mal überlegen. Er macht bestimmt irgendeinen Terra-Scheiß. Macht er Terra mit Garchomp, weil er Angst hat vor dem Eiskreisel? Versucht er einen Rundumschutz zu predikten? Er ist am Predikten. Mal gucken, ob er richtig prediktet. Was macht er? Terra auf Knackrack. Was macht er? Schutzschild nochmal. Ja! Oh, geil! Der Eiskreise, jetzt guckt es euch an. Das ist auch echt Zucker, muss ich sagen. Oh, dieser Vierfachschaden. Schmeckt aber anders gut. Was hat er noch in der Bag? Er hat ganz schön lange überlegt, um seinen Pokémon da einzusetzen. Was hat er so lange überlegt? Was sollte er denn sonst einsetzen? Voltran ist tot und Knackrack ist tot. Hä? Wieso hat das so lange gedauert? Ich habe noch alle vier Pokémon, my friend. Du musst jetzt rasieren. Du musst jetzt rasieren. Überlegst du, was du für ein Terra machst. Du hast noch Terra über, genau. Terra Ramot oder Terra Mimikma? Er macht kein Terra. Okay, nur noch Mimikma über. Hat er gerade einen Schlaganfall oder so? Geht's ihm nicht gut? Knuddler. Nicht getroffen, verdammt. Mist. Ich hoffe natürlich, dass es ihm gut geht, ne? Ja, was will er jetzt noch machen? Also ich weiß es auch nicht. Aufgeben. An seiner Stelle. Oder mal Terra drücken. Du hast noch den Terra.
Nur wegen Knuddler miss verloren, ist so. Hätte er den Knuddler getroffen, hätte er safe noch gewonnen. Safe. Was überlegt er? Macht er das extra? Er macht es bestimmt extra, oder? Wo war das denn nochmal? Ich hatte das... Mist, er hat nicht getroffen. Verdammt. Er hätte... Mit dem Knuddler hätte er gewonnen. Bei mir läuft's gut in Minecraft-Touren. Danke. Ich kann gleich ein bisschen was erzählen. Beulenhelm. Hm. Das war ein knappes Ding. Knapp, knapp, knapp. Okay, machen wir den nächsten. Das wird ein ganz spannendes Match. Das wird ein ganz spannendes Match. Ey, damit habe ich gar nicht gerechnet. Damit habe ich gar nicht gerechnet. 0,000. Was macht der mit SP? Er macht Eisenabwehr und kopiert das oder so, ne? Wir müssen das schnellstmöglich besiegen. Schnellstmöglich. Schnellstens. Scheiße! Ich hab's fast gedacht. Er macht Eisenabwehr Schutzschild. Mann! Scheiße, Mann. Ich hab's mir gedacht. Okay, er macht kein Eisenabwehr. Das ist gut. Das tut so weh, ne? Hälfte abgezogen. Temposchub. Er denkt, ich habe keinen Spukball, macht mal Loderlied. Da macht er kein Terror. Hoffe ich. Er ist zwar schneller, aber was wird er machen? Delegator. Oh Gott, das wird ein ganz ekliges Game. Der will er seinen Temposchub so hochballern? Um dann auf Kraftreserve zu gehen oder wie oder was? Mit Doppeltemposchub ist aber nicht schneller als Walschall. Ah, er macht jetzt bestimmt Schutzschild. Aber safe macht er Schutzschild. Mach dein Schutzschild. Dass das nur die Hälfte abzieht, ne? Auch noch ein Volltreffer, na klar. Kurzschluss. Also ich bin leider nicht schneller als Psyopatra. Aber der Angriff würde jetzt schmecken. Sag ich mal so. Ins Blaue hinein. Ey, will er auf Kraftreserve gehen? Wieder Delegator. Er will sechsfach Init, dann hat er 140 Schaden mit Kraftreserve. Reicht das schon? Ist nicht so viel. Dafür so viel Setup.
Vor allen Dingen mache ich gleich mit Maskagato einmal Tiefschlag, bin ich trotzdem schneller. Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ah, er spielt sogar mit Überreste. Ist er nicht jetzt plus 6? Das heißt, jetzt greift er an. Ne? Soll ich jetzt Schutzschild auf Skello machen? Guckt euch diesen Schutzschild jetzt an. Den hat er noch nicht gesehen. Er kann doch... keine Attacke. Er macht eh Kraftreserve. Alles andere macht da keinen Sinn. Er ist jetzt auf 6, ne? Ne, er ist auf 4 erst. Okay, dann wird er nochmal Schutzschild-Scheiße oder so machen. Falls er angreift, mach ich mal ein Schutzschild. Staffette. Gibt er die plus 4 jetzt auf irgendein anderes Pokémon? Auf ihn? Oder wie? Damit er übel Edit hat? Hä? Ich verstehe nicht, was hat er da gemacht? Versteht das jemand? Gib mal mit Staffette die Inne drüber. Wir werden es jetzt herausfinden. Hä? Gib mal mit Staffette die Inne drüber? Ja, man gibt mit Staffette die Inne drüber. Aha. Okay. Man gibt mit Staffette die. Das ist seine Taktik. Und dann Ableitief. Boah, sehr schnell. Also so viel Aufwand für nix. Und jetzt kommt ein Tiefschlag, da ist der Vogelfieh weg. Hoffe ich. Falls er nicht wieder Schutzschild und den ganzen Scheiß drückt. Staffette gibt alle Werte rüber, ja, das weiß ich jetzt auch. Ist das auch plus 1? Das Vieh ist nicht so schnell. Könnte sogar sein, dass ich jetzt immer... Er hat nur noch das... Was hat er da die ganze Zeit gemacht? Er hat sich hochgeballert des Grauens für nix. Aufgegeben. Also das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, was da seine Mission war. Egal. Chillig. Bedroher Pachirisu. Das habe ich gar nicht gesehen. Pachirisu. Das kann bestimmt Wangenrubler oder so eine Scheiße. Kann ich direkt auswechseln? So, ich gehe auf Steinhagel. Bin da schneller. Vielleicht kannst du das gerade nochmal umschreiben, Beli. Zurückgerufen. Er wollte nur den Bedroher bringen. Jetzt bin ich auf Steinhagel gelockt. Zurückgeschreckt, das gefällt mir. Wangenrubler ist mit Terra broken. Echt? Macht doch nur 20 Schaden.
Cash-Vibe. Ladungsstoß mit Pachirisu. Wieso würde man Pachirisu spielen? Wenn er wieder Ladungsstoß macht, mache ich einfach Rundumschutz jetzt. Oh. Knackra, guckt euch diesen Rundumschutz jetzt an. Ja! Er will so sehr... Oh, ich weiß nicht, was er macht, aber er will es so sehr. Guckt es euch an. Wie sehr er es will. Der kann Spotlight, ist egal. Rundumschutz. Rundumschutz. Guckt es euch an. Ne, mit Terra werden Attacken unter 50 oder 60 Base auf 65 Base angehoben. Sicher? Klingt nach Techniker. Komm, du willst es. Drück den Erdbeben. Ich bin alle anfällig. Erdbeben wäre perfekt jetzt. Drück den Erdbeben. Du willst doch auch. Ich weiß, wie er es will. Ja, Spotlight, perfekt. Ich bin sowieso auf dich gegangen. Steinhagel. Oh, verdammt. Wurde im Code gefunden. Krass. Das will ich mal ausprobieren. So, ist er gelockt? Oder macht er wieder? Ich probiere es nochmal, falls er nochmal Steinhagel drückt. Wäre witzig. Mal gucken, was er macht. Falls er gelockt ist auf Steinhagel, lache ich mich tot. Könnte sein, dass er einen Bann trägt oder einen Schal. Viele spielen ja mit Lebenorb. Vielleicht spielt er das mit einem Band. Schutzschild, okay. Macht gar keinen Sinn, mein Bester. Ich greife dich nicht an. Superzahn. Bedroher ist mir kackegal. Bin arschlangsam. Oh Mann, ich würde so gerne den Eiskreisel raushauen. Aber es macht jetzt eh keinen Schaden, deswegen mache ich lieber den Rundumschutz. Und hiermit jetzt den Spukball. Auf wen zuerst? Wer geht mir mehr auf den Sack? Er hat gerade Schutzschild gedrückt, deswegen er. Ich könnte auch auf Fee gehen, ne? Gucken wir mal, was er macht. Hat er wieder den Terra vergessen? Er ist auf Lebenorb, okay. Doppelflügel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er überlebt das auch noch. Guckt es euch an, Arktilas! Die Maschine! Danke, Baby. Aber wieso macht er die ganze Zeit keinen Terra? Arktilas einfach ein Gott. Ja, ich habe den echt lieben gelernt. Der ist echt, echt gut. Das kann man nicht anders sagen. Wie viel Def er hat. Er hatte nur noch 80 Leben, aber er hat alles trotzdem nochmal weggedefft. Au, das tut weh.
Los, Azumel, gib alles. GG.